Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich hier aus dem Hause des Sparkassenbrokers zu unserem heutigen Webinar Discount- und Bonuszertifikate in Kooperation, in Zusammenarbeit mit Vontobel. Mein Name ist Christian Wollerich und ich begrüße hier aus Wiesbaden in Richtung Frankfurt meine geschätzte Kollegin Vivian Spanberg. Hallo Vivian. Hallo Christian. Super, hi. Ja. Ich würde sagen, wir beginnen auch direkt los. Ich werde dir jetzt die Bildübertragungsrechte zukommen lassen und für Sie als kurzer Hinweis, wenn Sie während der Veranstaltung Rückfragen haben, so greifen Sie einfach zur Chatfunktion, lassen Sie uns kurz wissen, was Sie gerne erfahren möchten und wir werden dies dann aufgreifen. Perfekt, dein Bildschirm sehen wir. Super, Vivian. Ja, dann sind wir gespannt und Ihnen allen, die am heutigen Abend eingeschaltet sind, zugeschaltet sind, viel Spaß und viel Freude. Danke, Christian. Dann fangen wir auch gleich an. Ich möchte Sie erstmal ganz herzlich begrüßen, dass Sie heute Abend mit mir das Webinar Bonus-Cap-Zertifikate und Discount-Zertifikate bestreiten möchten. Kurz zu meiner Person. Mein Name, wie Sie schon sehen, Vivian Sparenberg. Ich bin bei der Bank Vontobel Europe AG angestellt und bin für die Emission von Anlageprodukten hier in Deutschland zuständig. Da trifft es sich auch ganz gut, dass wir über Bonus, Cap und Discounter heute mal ein bisschen sprechen. Ganz zu Anfang kurzer rechtlicher Hinweis, dass wir das hier alles nicht vervielfältigen dürfen, was aber eigentlich, glaube ich, schon klar ist. Zum Anfang möchte ich kurz auf die Vontobel-Gruppe eingehen, also was wir überhaupt sind. Vontobel hat das Ziel, dieses Kundenvermögen langfristig zu schützen und zu vermehren. Und das alles in Schweizer Qualität und das maßgeschneidert halt auch für Anleger. Kurz der Überblick, was Vontobel ist oder wer Vontobel ist. Ungefähr 1.500 Mitarbeiter haben wir weltweit in drei Geschäftsfeldern: Private Banking, Asset Management und ich selber bin aus dem Investment Banking. Der Hauptsitz ist Zürich, wie man bei einer Schweizer Privatbank nur erwarten kann. Weltweit haben wir 21 Standorte und das ist alles sehr familiengeprägt, weil die Rechte auch bei der oder die Mehraktionärheitsrechte bei der Familie Vontobel liegen. Und das war schon zur kurzen Vorstellung, einfach was Vontobel ist. Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, können Sie auch gerne mal bei uns natürlich anrufen. Kurz zum Überblick, was wir heute alles machen möchten oder was ich Ihnen gerne zeigen möchte, sind die grundsätzlichen Konstruktionen und die Auszahlungsprofile von diesen beiden Zertifikaten, also von Bonus-Cap-Zertifikaten und Discount-Zertifikaten. Am Schluss dann einfach mal eine kleine Auswahl, wie man diese Produkte für sich selbst auswählen kann, also was auch für einen spekulativen Anleger oder vielleicht für einen bisschen defensiveren Anleger die richtigen Produkte sind und worauf man achten muss. Und am Anfang fangen wir dann mit den Bonus-Cap-Zertifikaten einfach mal an. Wenn Sie schon mal von einem Bonus-Cap-Zertifikat gehört haben, dann sind das immer wie der Name an sich schon sagt, das ist ein Cap. Und dieses Cap begrenzt die Gewinne. Wir kommen gleich oder nachher nochmal kurz oder im folgenden Slider auch mal zu den Auszahlungsprofilen. Da kann man sich das alles ein bisschen besser vorstellen, als wenn man das immer so auf Text runtergebrochen sieht. Was ein Bonus-Cap-Zertifikat aber eigentlich dem Anleger bringen soll, dass er indirekt an einer Kursentwicklung einer Aktie oder auch eines Indizes partizipieren kann und die Renditechancen hier aber im Blick behalten muss, weil sie gecapped sind auf den Cap, wie man so schön sagt, also sind begrenzt auf den Cap. Und das ist in diesem Szenario halt auch eine Barriere gibt, die gerissen werden kann und hier die Renditechancen wieder beschränken kann. Cap-Zertifikate an sich sind eigentlich besonders geeignet für die leicht fallenden oder seitwärts gerichteten Märkte. Und ist diese Barriere, von der wir kurz gesprochen haben, verletzt worden, können hier halt auch Verluste eintreten.
Das kann man sich aber alles ein bisschen besser vorstellen, wenn man das Ausfallungsprofil sich anschaut. Und das ist hier von der Aktien AG ein kleines Beispiel, was auch in unseren Broschüren drin steht. Hier sieht man eigentlich ein klassisches Bonus-Cap-Zertifikat am Ende seiner Laufzeit. Also das ist wirklich das klassische Auszahlungsprofil von Bonus-Cap-Zertifikaten, wenn sie am Bewertungstag beobachtet werden. Weil während der Laufzeit haben halt verschiedene Einflüsse halt Einfluss wirklich auf dieses Zertifikat, was wir uns später aber auch nochmal anschauen werden, welche Einflüsse das sind oder welche Parameter das sind, die das ändern können. Dieses ist einfach klassisch zu sehen am Laufzeitende. Hier sind einfach mal 5 Szenarien ausgewählt worden, wo der Aktienkurs stehen kann und was dann mit diesem Zertifikat passiert oder was dieses Zertifikat dann auszahlt. Die kurzen Merkmale von diesem Produkt sind einfach, dass das Bonus-Level auch gleich der Cap ist, also der Höchstbetrag. Das ist der Höchstbetrag, was dieses Produkt auszahlt. Über 110 Euro wird dieses Produkt nie stehen. Da ist zu sagen, wenn man sich vorher seine Ziele setzt, es gibt für Aktien oder auch Indizes, gibt es alles Kursziele, die meistens auf 12 Monate angegeben werden, aber auch kurzfristige Ziele und gibt ja von verschiedenen Analysehäusern dann auch diese Ziele, die rausgegeben werden. Wenn man sich sagt, okay, ich gehe jetzt davon aus, dass die Aktie zum Beispiel bei 110 steht oder vielleicht auch sogar unter 110, vielleicht ist das Kursziel bei etwa 100, dann kann man mit einem Bonuslevel von 110 eigentlich schon relativ gut aufgestellt sein, weil wenn Sie über 110 kommen mit der Aktie, dann partizipieren Sie nicht an der Upside. Also Sie partizipieren nicht daran, wenn die Aktie höher stehen sollte. Dafür sind dann eher ungekappte Bonuszertifikate oder das Direktinvestment vielleicht auch vorteilhafter. Einfach mal diese kurzen 5 Beispiele einfach mal zu sagen. Die Barriere hier bei 60 Euro. Und wenn Sie jetzt hier sehen, bei dem Punkt 1 über dem Cap, hier die Punkt 1, also vielleicht etwa bei 120 Euro, dann gibt es den Höchstbetrag von 110 ausgezahlt. Da kommt es dann immer darauf an, wann oder zu welchem Kurs haben Sie denn das Bonuszertifikat gekauft. Ja, wenn Sie drunter liegen und es viel günstiger gekauft haben, als wenn Sie jetzt das Direktinvestment in die Aktie getätigt hätten, was wäre für Sie der vorteilhafte gewesen? Hier einfach die Nummer 2. Hier schön auf diesem roten Strich. Der rote Strich bedeutet die Auszahlungskurve des Cap-Zertifikates und der schwarze hier einfach die Aktien AG als Linie, die nach oben führt, wie es ja eigentlich auch sein sollte. Immer schön nach oben die Aktie. Wenn Sie hier beim zweiten Punkt unter dem Cap stehen, hier ist das Bonuslevel oder auch gleich der Cap, hier zum Beispiel bei 80 Euro stehen würden, da würden Sie ja schon ein bisschen weiter entfernt von Ihrem Bonuslevel sein. Aber wenn Sie die Barriere nicht berührt haben, dann erfolgt die Rückzahlung in diesem Fall zum Höchstbetrag, also zu 110 Euro, obwohl die Aktie hier bei 80 steht. Also ist das diese ganze Stück, was Sie noch als Rendite obendrauf bekommen. Die Nummer 3 ist die schlechtere Variante von denen, dass die Barriere unterschritten wird, also hier in dem Fall, dass die Barriere gerissen wird und der Anleger erhält in dem Falle eine Aktie je Bonuszertifikat, weil das Bezugsverhältnis hier 1:1 ist und dann wird die Aktie ausgezahlt, in dem Fall, weil sie 55 Euro kostet und sie wahrscheinlich das Zertifikat teurer gekauft haben, könnte hier ein Verlust entstehen. Das vierte Szenario ist, dass sie unter dem Cap stehen und die Barriere wurde berührt oder unterschritten. In diesem Fall, wenn Sie zum Beispiel hier nach unten rausgelaufen sind, zur 55, sich aber doch bis nach oben durchgekämpft haben, hier vielleicht zu 108 oder 105, dann gibt es auch die Aktie ausgezahlt. In dem Fall ist natürlich die Aktie mehr wert, was im Nachhinein dann wahrscheinlich nicht so einen großen Verlust bringen würde, als wenn Sie hier unten stehen würden. Das fünfte Szenario ist einfach, dass die Barriere verletzt worden ist, wie zum Beispiel wie bei Volkswagen gesehen haben, dass sie einen großen Bruch nach unten hatten, aber die Aktie sich doch relativ schnell wieder erholt hat. Und diese Erholung ist hier oben zu sehen, dass sie über dem Cap wieder stehen. Und in diesem Fall erfolgt die Rückzahlung dann zum festgelegten Höchstbetrag, also zu den 110 Euro, obwohl sie die Barriere unterschritten haben. Wenn sie die Barriere aber unterschreiten, weshalb auch immer, also
der Aktienkurs muss natürlich drunter liegen, aber da ist dann auch zu sehen, dass dieses Zertifikat sehr, sehr schnell seinen Wert verliert. Durch diese Barriereverletzung haben Sie sehr, sehr schnell die Einbuße im Kurs des Produktes. Das ist alles darauf zurückzuführen, dass das Bonus-Gap-Zertifikat konstruiert ist. Es ist ein strukturiertes Produkt, in dem mehrere einzelne Produkte aufgeschlüsselt sind. In diesem Fall ist es der Zero-Strike-Call, der Down-and-Output und der klassische Call. Der Zero-Strike-Call spiegelt die Wertentwicklung des Basiswerts wider, ohne etwaige Dividendenzahlung. Das heißt, wenn Sie eine dividendenstarke Aktie haben, zum Beispiel eine Allianz, dann bekommen Sie dieses Underlying oder diesen Zero Strike Call relativ günstig, weil durch die erwartete Dividende ist dieser Zero Strike Call günstiger. Das heißt, Sie partizipieren 1:1 an der Aktie, aber Sie haben keinen Anspruch auf etwaige Dividenden. Hier ist aber auch dann der positive Vorteil, dass je höher die erwartete Dividende ist, desto höher kann ich entweder mein Bonuslevel setzen, also der Cap, was wir vorhin auch schon gesehen haben, oder so tiefer kann ich die Barriere setzen. Und so tiefer die Barriere ist, ist natürlich immer positiv, wenn man einen gewissen Abstand zur Barriere hat, weil das auch ein bisschen Puffer nach unten bringt, wie man das sagt. Und da sollte die Barriere auch immer gut im Blick behalten werden, weil wenn die gerissen wird, dann kann das ganz schnell das Zertifikat an sich sehr schnell an Wert verlieren. Der klassische oder der Down-and-Output, das ist eigentlich eine klassische Digitaloption, die eigentlich ein Put ist, also sie ist ein Put, aber wenn Sie nach unten gehen, also wenn Sie die Barriere reißen, dann ist dieser sofort wertlos. Und der Down-and-Output dient zur Finanzierung des Bonus-Levels und da wird auch sofort der Cap und auch die Barriere festgelegt bei der Konstruktion und der muss auch gekauft werden. Der letzte oder das letzte Stück für dieses Bonus-Gap-Zertifikats ist der verkaufte Call. Und der verkaufte Call begrenzt auch die Gewinne auf den Höchstbetrag. Der Höchstbetrag, wie wir vorhin gesehen haben, 110 Euro. Der verkaufte Call, dadurch haben Sie einen Ertrag bekommen. Und so mehr Erträge Sie kriegen, umso tiefer sind die Barrieren zu setzen. Und wenn Sie mehr Erträge bekommen, dadurch können Sie natürlich dann auch die tieferen Barrieren wählen. Und aber im gleichen Atemzug müssen Sie die Gewinne begrenzen. Die Einflussfaktoren auf das Bonus-Cap-Zertifikat während der Laufzeit sind sehr interessant, weil dieses Beispiel, was wir am Anfang gesehen haben, ist ja eigentlich, oder diese mit den 1 bis 5 Punkten, das ist ja das, was ich am Ende der Laufzeit bekomme. Also das ist eine Momentaufnahme, aber es ist natürlich auch wichtig, wenn ich dieses Zertifikat kaufe, was passiert während der Laufzeit mit diesem Zertifikat. Die drei oder die zwei größten Einflussfaktoren darauf, auf dieses Bonus-Cap-Zertifikat, sind der Basiswert und die Volatilität. Wenn der Basiswert steigt, sollte das Bonus-Cap-Zertifikat aufsteigen, was natürlich damit zusammenhängt, dass der Preis vom Zero-Strike-Call steigt. Dividendenzinsen und Restlaufzeit haben auch Einfluss, aber eher nicht so stark wie der Basiswert an sich und die Volatilität. Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Basiswertes, das heißt, wie weit sie nach oben oder nach unten ausschlagen kann. Eine steigende Volatilität, also steigende Schwankungsbreite, ist eher immer schlecht für das Bonus-Cap-Zertifikat, weil die Möglichkeit der Barriereverletzung hier größer wird. Wir gucken uns diese zwei Einflussfaktoren nochmal genauer an. Hier der Basiswert, wie Sie oben hier in dem Baustein sieht, es ist noch alles, die drei Bausteine sind alle noch intakt. Das heißt, der Down-and-Output ist noch intakt und der Call, den gibt es auch noch, der bleibt auch immer da. Hier ist ja die Barriere, die wir vorhin angeguckt haben. Und bei intakter Barriere hat der Basiswert den Einfluss auf ein Bonus-Cap-Zertifikat, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Wenn der Basiswert nach oben geht, dann steigt auch das Bonus-Cap-Zertifikat im Wert. Auf der anderen Seite, wenn der Basiswert fällt, dann ist natürlich das Bonus-Cap-Zertifikat auch weniger wert. Was man eigentlich auch da ganz schön sehen kann, sind die Bausteine, warum das so ist. Beim Anstieg des Basiswerts steigt der Kurs vom Bonus-Cap-Zertifikat, weil der Zero-Strike-Call im Wert steigt.
und weil die Wahrscheinlichkeit vom Knockout sinkt. Sobald sie sich von der Barriere entfernen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie ausnocken. Im Gegenzug ist es bei Kös Rückgang des Bonus-Cap-Zertifikats ist erstens der Zero-Strike-Call weniger wert und die Wahrscheinlichkeit vom Knockout steigt. Die Wahrscheinlichkeit beim Knockout, das mag das Zertifikat gar nicht, wenn es in die Richtung läuft, dass die Barriere berührt werden kann. Und deshalb ist hier der Kursrückgang auch wahrscheinlich. Der zweite Einflussfaktor, der zweite große Einflussfaktor, die Volatilität. Sie müssen sich die Volatilität vorstellen, wie ganz große Kursausschläge, wenn es zum Beispiel in der Volkswagen nach unten geht, dann geht die Volatilität nach oben. Das hat einfach damit zu tun, dass in Zeiten, wo die Kurse fallen, die Volatilität, also die Schwankungsbreite von einem Basiswert, eher zunimmt, weil die Angst vor weiteren Kursrückgängen stärker ist, als wenn sie steigende Kurse haben und alle auf das Pferd aufspringen. Das heißt, bei Anstieg der Volatilität sinkt der Kurs des Bonus-Cap-Zertifikates einfach deshalb, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie über dem Cap stehen, sich erstens erhöht und die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausnocken. Und da die Volatilität sich in beide Richtungen auswirkt, sowohl nach oben und als nach unten, das ist einfach die Schwankungsbreite, das heißt von bis, ist halt auch, dass sie über dem Cap steigen, auch nicht gut für das Bonus-Cap-Zertifikat und dass sie ausnocken können, ist auch nicht gut. Das Pendant dazu ist einfach, wenn das Volatilität rückgeht, also wenn sie eher schwankungsarme Basiswerte haben oder sie haben beruhigende Märkte, dass sich die Volatilität rückgeht, das ist eher positiv für das Bonus-Cap-Zertifikat, weil hier auch wieder mit der Wahrscheinlichkeit begründet, erstens, dass sie ausnocken, ist weniger gegeben und dass sie über dem Cap stehen, ist auch hat sich auch verringert. Und was passiert, wenn mein Bonus-Cap-Zertifikat doch die Barriere reißt? Ganz klassisch gesagt ist dann der vorhin genannte Down-and-Output wertlos verfallen. Also er ist nicht mehr in diesem Produkt inne. Das heißt, dass Sie diese Anstiegskurve, diese rote Kurve, diesen Knick nicht mehr haben, sondern eigentlich das Produkt nur noch aus dem Zero Strike Call, also der Aktie zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, ohne Dividende besteht und dem verkauften Call, den der Cap darstellt. Im eigentlichen Sinne oder wie man das hier so aufgezeichnet hat, der Basiswertkurs und die Volatilität haben eigentlich genau den gleichen Einfluss, wie auch wenn die Barriere innehält, nur dass die dass es jetzt nur noch darum geht, ob sie über oder unter dem Cap stehen und die Volatilität und auch der Basiswertkurs da dahin arbeiten. Sie wollen natürlich eigentlich nicht, dass sie über dem Cap stehen, weil dann die Renditechance natürlich nicht mehr gegeben ist und sie könnten zum Beispiel auch, wenn sie über dem Cap, sehr, sehr weit über dem Cap stehen, hier das Direktinvestment wäre vielleicht vorteilhafter gewesen. Aber gerissene Bonus-Cap-Zertifikate sind nicht gleich null, also sie sind nicht sofort wertlos, wenn sie die Barriere reißen, sondern dieser Bonusmechanismus, der dahinter steckt und der dieses Zertifikat auch attraktiv macht, fällt hier einfach weg. Chancen und Risiken bei diesem Produkt gibt es beides. Was man sich auch immer vor Augen führen sollte, ist, dass es Risiken bei diesem Produkt gibt. Das größte Risiko oder eins der größten Risiken ist, dass die Barriere verletzt wird und dadurch die erheblichen Verluste entstehen können, dass sie während der Laufzeit, wie vorhin schon gezeigt hat, diese Einflüsse haben und nicht nur von dem Basiswert an sich beeinflusst wird, also nicht nur vom Aktienkurs oder vom DAX-Kurs und dass sie halt keine laufenden Erträge haben, wie wenn sie zum Beispiel ein Direktinvestment haben würden, würden sie ja Dividenden erhalten, was bei diesem Produkt nicht der Fall ist. Die Chance auf der anderen Seite ist, dass sie halt auch in den seitwärts oder leicht abwärts gerichteten Märkten hier eine attraktive Rendite erzielen können. Weil wenn sie ihre Barriere nicht reißen, kriegen sie immer den Cap ausgezahlt. Und wenn sie zum Beispiel eine Aktie haben oder auch einen Index, der eher seitwärts sich bewegt, könnten sie die attraktive Rendite natürlich ausspielen, indem sie durch diesen Bonusmechanismus dann den Cap voll ausgezahlt bekommen. Die Chance ist auch, dass man durch den Abstand zur Barriere die Volatilität und die Dividende nutzt,
gerade dividendenstarke Titel und auch Titel mit hoher Volatilität bringen natürlich die Barrieren tiefer oder auch das Cap höher. Hier ist aber natürlich auch auf der anderen Seite zu sehen, volatile Titel können natürlich die Barriere auch schneller durchbrechen, als wenn sie einen Titel haben, der eher seitwärtstendiert. Besonders in den Seitwärtsmärkten ist diese überdurchschnittliche Rendite möglich, weil da die Chancen von diesen drei Komponenten sehr gut ausgespielt werden können. Der Anlagehorizont ist eher wenige Wochen bis ein Jahr. Früher waren Bonus-Cap-Zertifikate doch eher auf lange Sicht gesehen. Heute wird das schon gern in wenigen Wochen oder auch Tagen gehandelt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen relativ schwachen DAX haben, der sich zum Beispiel sehr stark nach unten bewegt und Sie ein paar hundert Punkte verlieren, dann steigt im Gegenzug die Volatilität sehr stark an. Das macht das Bonus-Cap-Zertifikat relativ günstig zum Einstieg. Aber wenn man dann davon ausgeht, dass der DAX sich wieder erholt über die nächsten 2, 3 Tage zum Beispiel, da geht die Volatilität dann runter. Das heißt, das Produkt an sich steigt wieder und durch den steigenden DAX haben Sie sozusagen diesen Doppeleffekt, dass Sie durch beide Starkeinflüsse hier eine positive Rendite erzielen können. Jetzt kommen wir zu dem anderen von den beiden Zertifikaten. Das ist das Discount-Zertifikat. Ganz klassisch ist das Discount-Zertifikat ohne Barriere ausgestattet, aber auch mit einem Cap. Das heißt, die Gewinne sind hier auch auf den Cap begrenzt. Und da gibt es im Gegensatz zu Bonus einen Discount. Das heißt, dass Sie durch einen Kursabschlag den Basiswert an dem Basiswert partizipieren können. Das heißt, Sie kaufen das Discount-Zertifikat zu einem günstigeren Kurs, als wenn Sie jetzt die Aktie direkt kaufen würden. Auch die Discount-Zertifikate sind für die seitwärts und steigenden Märkte geeignet, weil Sie hier eine Seitwärtsrendite erzielen können und die Konstruktion oder das Auszahlungsprofil von dem Bonus-Cap-Zertifikat sehen wir auch erstmal uns kurz an. Damit man das ein bisschen besser versteht, hier sieht man, die blaue Linie ist das Discount-Zertifikat, das eigentlich auf die steigenden Kurse geht. Hier sehen Sie einen Unterschied zwischen der Aktie. In dem Fall ist es, dass Sie nicht genau auf der Aktienlinie sind, weil Sie kriegen ja einen Discount. Das heißt, Sie kaufen die Aktie in dem Fall durch eine Struktur günstiger, als sie aktuell ist. Und dadurch, dass Sie günstiger einsteigen, haben Sie einen Vorteil gegenüber der Aktie. Hier ist der Break-Even-Point und hier ist der Höchstbetrag. Der Höchstbetrag ist hier bei 100 Euro angesetzt und das Bezugsverhältnis ist 1:1. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn? Also Sie haben auch bei diesem Zertifikat ein Cap. Dieser Cap ist bei 100 angesetzt. Und was passiert jetzt, wenn die Aktie wo steht? Sie können keine Barriere verletzen. Das heißt, sobald Sie nach unten gehen, ist es trotzdem nicht gut, ja, aber Sie können nichts verletzen, was Sie sofort einen derben Verlust im Zertifikat gibt, sondern man hat hier einfach den Höchstbetrag, auf den geachtet werden muss. Dann gibt es jetzt hier 4 Szenarien, die wir uns anschauen. Einmal das erste, wenn Sie über dem Cap stehen, also hier bei 130 ist es in diesem Fall, bei einem Höchstbetrag von 100 sind Sie gecapped, das heißt, Sie kriegen 100 Euro ausgezahlt. Wenn Sie das Direktinvestment bevorzugt hätten, also wenn Sie die Aktie gekauft hätten, ist in diesem Fall für Sie nicht gut gewesen, weil das Direktinvestment hier vorteilhafter gewesen wäre. Im Gegenzug zum Cap, zum Discount-Zertifikat, weil durch diese 130 haben Sie die Performance nicht mitgenommen von der Aktie, sondern Sie partizipieren nur bis 100. Was man hier im zweiten Fall auch schön sieht, auf dem Cap ist die 100 Euro, erfolgt die Rückzahlung zum Höchstbetrag, also Sie kriegen 100 Euro ausgezahlt. In dem Fall ist es aber für Sie trotzdem positiv gewesen, weil Sie haben das Discount-Zertifikat günstiger gekauft als die Aktie. In diesem Fall haben Sie einen positiven Gewinn gemacht. Bei Nummer 3 ist es, der moderat unter dem Cap liegend, also bei 85, wenn Sie ungefähr hier liegen, dann erhält der Anleger eine Aktie, ihr Discount-Zertifikat, wenn Sie Physical Settlement haben, weil Sie unter dem Cap liegen. Sobald Sie unter dem Cap liegen, kriegen Sie die Aktie ausgezahlt. Wenn Sie hier bei 85 liegen und Sie zu 80 gekauft haben, haben Sie theoretisch
einen Buchgewinn gemacht, weil sie die Aktie in dem Fall 85 eingebucht bekommen, aber nur 80 bezahlt haben. Wer jetzt nicht Aktien in seinem Depot haben will, der sollte sich bei strukturierten Produkten immer vor Augen führen, dass diese Aktie meistens ausgezahlt wird, wenn etwas passiert. Das heißt, entweder wenn sie unterm Cap stehen oder wenn sie Barrieren berühren und unterm Cap stehen oder wenn sie Basispreise nicht erfüllen, wie bei Aktienanleihen beispielsweise. Hier muss immer geschaut werden, dass halt auch die Aktie, auf die man sich jetzt bezieht, also auf die man ein strukturiertes Produkt kauft, man auch grundsätzlich ins Depot haben möchte, wenn es denn ausgezahlt wird. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt keine deutsche Bank in meinem Depot haben oder ich möchte keine italienische Bank in meinem Depot haben, dann sollte man sich auch von strukturierten Produkten auf diese Aktien in dem Sinne fernhalten, wenn man sagt, ich möchte die Aktie auf keinen Fall haben. Wenn man davon ausgeht, dass wenn man sagt, okay, ich nehme es auch in eine deutsche Bank zu kaufen oder zum Beispiel bei Volkswagen, als die so runtergekommen sind, da haben ja viele gesagt, okay, ich kaufe es einfach durch das Discount-Zertifikat. Die haben sehr, sehr günstig Discount-Zertifikate gekauft, die schon fast hier unten bei der 4, also deutlich unter dem Cap lagen, weil sie gesagt haben, ich möchte aber die Aktie haben. Ja. Ich steige da jetzt günstig ein, indem ich erstens einen Discount dadurch kriege, durch die Struktur und dann möchte ich die Aktie haben, weil ich hätte mir sie sowieso gekauft. Und wenn Sie hier deutlich unterm Cap stehen, auch bei 60, dann kriegen Sie auch eine Aktie ausgezahlt. Was in diesem Fall ein Verlust bedeutet, weil Sie jetzt zu 80 gekauft haben. Diese vier Szenarien sind eigentlich klassisch für das Discount-Zertifikat. Drüber im Cap, auf dem Cap, unterm Cap, ganz weit unterm Cap. Der Break-Even-Point, wie hier beschrieben, sobald Sie über diese Linie steigen, haben Sie eine positive Auslöse. Also sobald Sie über diese 85 klettern, dann wird es schon positiv im Erlös. Die Bausteine von diesem Zertifikat sind eigentlich auch relativ einfach. Sie sind fast genauso wie beim Bonus-Cap-Zertifikat, außer dass Sie keinen Down-and-Output haben, sondern dass Sie den klassischen Zero-Strike-Call haben und oben haben Sie einen verkauften, einen sogenannten Short-Call. Der Short-Call, der begrenzt wieder die Gewinne auf den Cap und dadurch, dass Sie Erträge daraus bekommen, weil diese verkaufte Option natürlich Erträge generiert, dadurch ist auch der Discount, dadurch wird der Discount auch beeinflusst. Genau das gleiche ist mit den Dividenden auch. Wenn Sie eine Aktie mit hohen Dividenden haben, ist hier auch der Zero Strike Call billiger, dadurch, dass Sie eine durch eine Dividende reduzierte Aktie kaufen, in dem Falle positiver, als wenn Sie eine Aktie kaufen oder ein Zero Strike Call haben auf Aktien, die überhaupt gar keine Dividende auszahlen, weil da maßgeblich für den Discount nur der verkaufte Call ist, weil der durch den Verkauf alle Discount-Effekte generiert. Wenn Sie zum Beispiel sich Amazon nehmen, Amazon zahlt keine Dividende, da ist nur der verkaufte Call der Bringer für den Discount. Deshalb unterscheiden sich Discount-Zertifikate auch sehr. Wenn man sich jetzt mal den wirklichen Discount anguckt, also wie weit ich das Discount-Zertifikat günstiger kaufen kann als die Aktie, bei zum Beispiel sehr starken Dividendentiteln und wenn Sie dann auch noch hohe Volatilität haben, weil Sie hier den verkauften Call, also umso höher die Volatilität, umso mehr ist der Call wert und wenn Sie ihn verkaufen, ist es immer besser für Sie. Wenn Sie hier beide Zusammenspiele haben, kann das sehr, sehr stark sich auf den Discount auswirken und auf der anderen Richtung, wenn Sie jetzt einen Titel haben, der erstens keine Dividende zahlt und zweitens sehr, sehr unvolatil ist, also der sich eigentlich kaum bewegt und eher so seitwärts vor sich hin dümpelt, dann ist die Attraktivität des Discount-Zertifikats für diese Art Aktie meistens auch nicht so hoch. Trotzdem attraktiv, können kleinere Discounts gewährt werden, aber es gibt schon Aktien, die da sehr, sehr prädestiniert für sind. Auch hier die Einflussfaktoren auf ein klassisches Discount-Zertifikat während der Laufzeit. Dieses Bild haben Sie vorhin schon mal gesehen, und zwar in dem Fall vom Bonus-Zertifikat. Eigentlich sind die Einflussfaktoren, die sich auch darauf ausspielen. Und da ist dann die Frage, ja, wieso ist das denn genau das Gleiche? Ja, es ist einfach, weil sich die beiden weil sich die Bonus-Zertifikate hier einfach nur darin unterscheiden, dass sie auch den Down-and-Output mit drin haben. Hier sind dann die Einflussfaktoren genauso gestrickt. Hier geht es dann aber tendenziell eher um den Cap. Also ich will ja nicht über dem Cap stehen, wenn ich ein Discount-Zertifikat habe. Und das ist eigentlich dann ein genocktes Bonus-Zertifikat, wenn Sie es schon wollen.
von der Konstruktion zur Auswahl eigentlich relativ einfach gehalten oder auch relativ einfach gesehen, wenn man sich erstmal darauf geeinigt hat, was ich denn überhaupt für ein Zertifikat möchte. Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich darauf einigen, was ich für eine Aktie als positiv empfinde. Da ist es sehr, sehr schwierig, manchmal den richtigen Riecher zu haben, weil wenn wir es alle wüssten, dann müssten wir eigentlich alle nicht mehr arbeiten gehen. Aber man sollte sich Aktien aussuchen, mit denen man sich wohlfühlt, in dem Sinne, dass man jetzt nicht davon ausgeht, dass man renditejägerisch sich auf eine Aktie stürzt, die gerade irgendwie durch die Mangel genommen wird, zum Beispiel auf eine Volkswagen, die gerade in ihrem Umbruch gestanden hat, bei Nordex, die gerade total auf den Deckel bekommen, oder auch zum Beispiel Währung oder auch Futures wie Brand oder Gas, ja, das sind alles Produkte oder das sind alles Underlyings, die sehr, sehr volatil sind und die auch News gesteuert sind, ja, also wo man sich wirklich darauf man muss sich davor führen, dass diese Produkte oder diese Underlyings sehr, sehr volatil sind und die sowohl nach oben gehen können, aber auch nach unten gehen können. Und wenn man eher auf der spekulativen Seite unterwegs ist und sagt, ich möchte jetzt Daytrading machen und mich einen Tag auf einen Underlying beziehen und da eher auf die Verkaufsseite oder auf die Kaufenseite stellen, dann sollte man eher auf die Hebelproduktseite gehen, weil diese Produkte, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, sowohl Discount auch als Bonuszertifikat, zwar auch für den Tendenz sehr kurzfristigen Handel geeignet sind. Das heißt, über mehrere Wochen oder Monate kann man diese Produkte halten, aber auch über Jahre. Und da ist einfach der Vorteil von diesen Produkten nicht, dass die Aktien oder die Underlyings, die man hat, sehr, sehr stark oder sehr, 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 sehr stark fallen oder steigen über eine gewisse Zeit, sondern dass sie einfach diesen Seitwärtstrend mitnehmen. Das heißt, wenn die Aktie sich sehr, sehr seitwärts bewegt oder auch dieses leichte Fallen und leichte Steigen, mit denen diese Aktie verbinden können, da sind die Bonuszertifikate und die Discountzertifikate, da spielen sie ihre Stärken aus. Wenn sie sagen, ich möchte einen kurzfristigen Trend handeln, ich möchte 2-3 Tage auf eine Aktie setzen, weil ich weiß, da kommen jetzt Zahlen, da kommen, der Draghi spricht, da ist irgendetwas, was den Markt bewegen könnte, es kommen Payrolls oder es kommt irgendwas, was den Markt bewegt, dann sollte man das eher mit den Hebelprodukten machen, weil die Bonuszertifikate und die Discountzertifikate zwar auf die Volatilität und die Basiswertanstieg oder Fall reagieren, aber vielleicht nicht immer so gewünscht, wie man das jetzt von einem Hebelprodukt erwartet oder denkt, weil der 1:1 zum Beispiel eine Aktie folgt und das mit einem bestimmten Hebel. Bei zum Beispiel Discount-Zertifikaten oder auch Bonuszertifikaten hat man ja schon vorhin die Änderung während der Laufzeit gesehen. Also sobald sie halt Änderungen von Volatilität und auch Basiswert haben, hat das Einfluss auf beide Zertifikate. Und in dem Fall der Basiswertanstieg immer positiv, der Basiswertfall immer negativ und auf der anderen Seite genau andersrum. Bei Volatilitätanstieg ist das eher negativ und bei Volatilitätfall ist das eher positiv für diese Produkte. Die Volatilität ist auch ein sehr, sehr meist ausgeblendetes Thema leider von vielen Anlegern, weil die Volatilität immer ein Produkt ist, das man eigentlich nur von der Optionsscheintheorie kennt, also vom klassischen Call und klassischen Put, also einer klassischen Verkaufs- und einer klassischen Kaufoption, die man abschließen kann. Hier denken dann viele Anleger, dass durch die Struktur dieses Zertifikates diese Volatilität einfach ausgeklammert wird, was leider nicht der Fall ist oder was nicht der Fall ist, weil diese Produkte halt auch mit einem klassischen Call oder einem klassischen Put konstruiert werden. Und durch diese Konstruktion haben natürlich auch diese verschiedenen Einflussfaktoren hier den Einfluss auf das jeweilige Produkt. Ich habe mir jetzt Hugo Boss ausgewählt, weil Hugo Boss im Moment oder in den letzten Tagen eine regelrechte Rallye hingelegt hat. Also sie haben sich, wie man es hier so schön auf den letzten Metern hier sieht, die haben sich fast um 13% nach oben gehievt. Aber hier sieht man auch, dass der Basiswert an sich sich über die letzten 5 Jahre relativ weit nach oben geschraubt hat. Und dann hat Hugo Boss seine Erwartungen nicht erfüllt. Dann wurden viel zu viel, hat viel zu viel Läden, hatte viel zu viel
Untermarken, hatte viel zu viel kleinere Nischen und konnte das nicht wirklich erfüllen, was auch die Anleger von ihm erwartet haben. Jetzt hier einmal bis nach unten auf fast 45 sind sie, glaube ich, gefallen im 2016, Anfang 2016, und dann kam der Bruch, dann hat der CEO gesagt, so geht's nicht weiter, es ist ein neuer CEO gekommen und der hat das ganze Unternehmen einmal komplett umgekrempelt und hat gesagt, nein, wir machen jetzt die ganzen Untermarken dicht, wir machen jetzt eine große oder zwei große Marken, Hugo Boss und einmal Boss, und machen daraus wieder unser Kerngeschäft. Wie man hier so schön sieht, ist die Aktie eigentlich super repräsentativ für diese beiden Zertifikate, weil sie wirklich seitwärts tendiert hat. Hier hat sie so leicht aufwärts sich gestiegen, hat hier dann nochmal nach den ganzen News nochmal so einen schönen Knick nach oben angegeben. Und da ist dann auch das Umdenken gewesen. Aber da ist dann auch gewesen, okay, Hugo Boss ist wirklich sehr, sehr weit gestiegen. Aber was passiert jetzt? Kommt jetzt dieser fulminante Anstieg nochmal weiter oder geht es jetzt eher seitwärts, weil das alles schon eingepreist ist und sie im Endeffekt die Kursrallye eigentlich hinter sich hat? Da habe ich die Bonus-Cap-Zertifikate danach ausgewählt, dass erstens sie fast ein Jahr Laufzeit haben, also 16.03.2018 ist die Laufzeit, und zwei Zertifikate, die vom Bewusstsein oder vom Anlegebewusstsein dieser zwei unterschiedliche Typen ansprechen soll. Einmal der risikobewusste Anleger und einmal der spekulative Anleger. Also risikobewusst eher in dem Sinne, dass sie haben beide zwar auf die gleichen Bonus-Level, also sie sind auf 80 Euro beide gecapped, aber hier sind die Barrieren unterschiedlich. Die eine Barriere liegt bei 40 und die eine Barriere liegt bei 52. In dem Fall sind es sind es 12 Euro Unterschied, die Sie in beiden Zertifikaten haben, was man aber auch an der Rendite relativ gut ablesen kann. Sie sind bei diesen Zertifikaten bei beiden auf 80 Euro gekappt. Sowohl hier als auch hier bei diesem Zertifikat kriegen Sie 80 Euro maximal ausgezahlt. Wie wir hier schon sehen, Hugo Boss stand gestern oder Freitag im Schlusskurs bei 87,84, also sagen wir mal ungefähr 68 Euro. Da haben Sie noch ungefähr 12 Euro nach oben. Hier zu dem Höchstbetrag und zur Barriere aber, also nach unten gerichtet, sind es hier in dem spekulativen Anleger 22% und in dem eher risikobewussteren Anleger 40%. Das sind schon mal zwei sehr, sehr unterschiedliche Barrieren, weil sie so weit auseinander sind, aber das spiegelt sich auch sofort in der Bonusrendite wieder. Das kann man hier schon mal schön im Chart nochmal sehen, dass der Abstand zur Barriere hier unten bei 40 liegt. Also das ist jetzt einmal umgedreht, müssen Sie sich das einmal betrachten. Einmal hier unten bei 40 liegt und einmal bei 52. Wenn man sich jetzt das Chartbild von der ganzen Aktie mal anschaut, ist das natürlich zu sagen, ja hier, bei dieser eher risikobewussteren Anlage, dass sie hier erst 2011 das gerissen hätten, aber das auch ganz, ganz am Anfang, und zwischen der Laufzeit komplett hier, hat die gar nicht diese 40 Euro überhaupt nur angeschaut. Die 52 ist hier schon in der kürzeren Zeit schon mal unterschritten worden, hier komplett nicht, hier auch schon wieder, aber man darf natürlich nicht vergangene Börsenkurse mit jetzigen Kursen vergleichen. Aber das ist mal immer so eine schöne Tendenz, wenn man sich auch mal den Chart anguckt, von was die Aktie kommt und wo sie auch hinlaufen kann, weil sie haben schon mal bei fast 110 Euro gestanden. Das kann schon mal, wenn es positiv laufen würde, könnte das schon mal sein. Hier das Bonus-Level, also hier sind Sie auch drauf gekappt, weiter geht es nicht, aber da hat der Abstand zum aktuellen Kurs ist da relativ weit. Das heißt, die Aktie kann auch noch ein Stück nach oben laufen, also bis 80 Euro kann sie noch gut laufen, indem sie immer noch voll dabei sind. Sollte sie jetzt wirklich bis 100 Euro steigen, ist natürlich hier der Cap bei 80 Euro zu sehen. Das heißt, bei 80 Euro sind sie gecapped, da gibt es nichts drüber. Aber die Barrieren auf beiden Seiten, einmal 40, einmal 52, hier eher nah dran, hier eher ein bisschen weiter weg, was aber sich sofort in der Rendite widerspiegelt. Hier sind es 5,68%, hier sind es 14%. Das wird einfach so gerechnet, wenn Sie es jetzt kaufen, hier ist der Kaufkurs,
75 Euro und hier sind es 69 Euro. Die sind ein bisschen günstiger, weil sie natürlich auch näher an der Barriere sitzen. Das ist einfach diese drei Komponenten, die wir vorhin gesehen haben, alle zusammen ergeben den Preis dieses Produktes. Und sobald Sie eine Barriere weiter wegnehmen, müssen Sie mehr dafür bezahlen, weil der Download-Output teurer wird. Ja? Und hier kriegen Sie ihn ein bisschen günstiger, was aber auch mehr Risiko inne hat. Also Sie müssen Rendite immer mit Risiko bezahlen. Und in diesem Fall die 40er-Barriere, 40% ist schon ein ganzes Stück nach unten. 22% ist auch ein ganzes Stück nach unten, aber ist in der letzten Zeit oder in dem letzten Jahr auch schon mal gesehen worden. Da sehen wir, welcher Anlegertyp bin ich. Man muss es auch gar nicht bis zur Laufzeitende halten. Das heißt, man kann auch vor dem 16.03.2018 dieses Produkt natürlich immer wieder kaufen und verkaufen, wie es halt der Markt auch gerade hergibt. Man kann auch, wenn Sie jetzt sagen, okay, die Aktie ist jetzt gut gelaufen, Sie haben jetzt eigentlich eine relativ ruhige Volatilität oder relativ kleine Volatilität und jetzt steige ich ein und gehe davon aus, dass die Aktie moderat steigt oder ein bisschen fällt und nehme das hin und warte darauf, dass sie vielleicht sogar fällt ein Stück, um die Volatilität mitzunehmen und dadurch das Zertifikat an sich wieder zu kaufen oder zu verkaufen. Ja? Also auf hoher Volatilität sollte man immer kaufen, weil da das Produkt an sich billig ist und man sollte auf niedriger Volatilität das Produkt wieder schicken. Das ist aber natürlich als Anleger immer schwierig einzuschätzen, ja, wo ist jetzt denn die Volatilität zu sehen. Deshalb sollte man hier immer seine Kursziele auch im Auge haben. Das heißt, wo ist der Bonuslevel, wo kann die Aktie hingehen und wo denke ich, geht die Aktie nicht drunter. Das sind immer zwei Faktoren, die ganz wichtig bei diesem Produkt sind, dass man beide Faktoren sich auch im Auge behält, weil das Bonuslevel auch das sogenannte Aufgeld angibt. Das heißt, wie viel mehr muss ich bezahlen im Gegensatz zur Aktie. Bei dem Discount-Zertifikat gab es den Discount, beim Bonus-Zertifikat gibt es das Aufgeld. Nur leider, dass ich das nicht als Discount bekomme, sondern dass ich das bezahlen muss. In dem Falle muss man Aufgeld dafür bezahlen, wenn Sie ein Produkt haben, was relativ, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich hier dieses Produkt anschauen, dann kostet das 69 Euro. Die Aktie kostet im Moment 67 Euro. Und das heißt, beide Produkte sind ein bisschen teurer als die Aktie. Das ist einfach durch die Struktur dieses Produktes so gegeben. Ja. Es gibt auch Produkte, die günstiger sind als die Aktie, also ein Bonuszertifikat, die günstiger sind als eine Aktie. In dem Falle ist es ein Abgeld, aber dieses Aufgeld, also um wie weit mein Kaufkurs oder auch mein Verkaufkurs für ein Bonus-Cap-Zertifikat über dem aktuellen Kurs der Aktie steht, das ist dann immer das sogenannte Aufgeld, was beim Reißen der Barriere auch verfällt. Aber dieses Aufgeld ist dafür da, die Struktur zu bezahlen und am Ende der Laufzeit kann ich ja bis zu 80 Euro hinausbekommen. Das ist sozusagen die Prämie, die ich dafür bezahle, um auf die Chance, diese 80 Euro zu erhalten. Wenn die genockt wird, die Barriere hier, dann verlieren Sie dieses Aufgeld. Das müssen Sie sich auch immer vor Augen führen. Zum Fragen von, also Aufgeld und Volatilität, alle können Sie auch gerne immer anrufen. Das ist manchmal auch ein bisschen viel auf einmal, wenn man sich das einfach mal vor Augen führen möchte, wie das funktioniert. Rufen Sie mal gerne an, wir machen mit Ihnen ein Beispiel zusammen und erklären Ihnen das natürlich gern. Jetzt nochmal die andere Seite der Medaille, die Discount-Zertifikat oder das Discount-Zertifikat. Hier in dem Fall habe ich mir zwei ausgesucht, die auch eher auf die risikobewussteren oder für die spekulativen Anleger sind, hier auch eher auf die Seitwärtsmärkte tendieren. Wenn man das erste, also für das risikobewusstere Anleger nimmt, dann haben Sie zum Beispiel hier ein 52er Cap und das spekulative ein 68er Cap. Die Caps sagen aus, über was Sie oder inwieweit Sie davon profitieren, dass die Aktie steigt oder wie weit es noch steigen muss überhaupt, bis ich im Geld bin, also bis ich mein Geld wiederbekomme. In diesem Fall 52 bin ich ja schon drüber. Die Aktie steht ja schon bei 67, also habe ich hier eigentlich schon mein Cap verdient. Aber jetzt fragt man sich ja, warum soll ich mir denn jetzt das Zertifikat kaufen, wenn ich doch hier schon drüber bin? Ja, weil das Zertifikat keine 52 kostet, sondern es kostet 50. Das ist ein Discount gegenüber zur Aktie von 25% und eine Rendite von 3,73%, wenn ich es bis zum Ende der Laufzeit halte. Das heißt, Sie können dieses Zertifikat kaufen, obwohl der Cap schon überschritten ist.
zu 50,13 und können am Ende der Laufzeit, wenn sich die Aktie jetzt wirklich seitwärts bewegt, sie kann sogar bis auf 52 fallen, dann kriegen sie diese 52 wieder, was eine Rendite von 3,73% ist, was eher, wenn man sich Hebelprodukte oder auch andere oder Bonuszertifikate mit sehr, sehr hohem Basiswert auswählt, natürlich eher mager erscheint oder wenig. Aber wenn man sagt, nö, diese 52 ist eigentlich ein relativ gutes Ziel, davon gehe ich vielleicht aus, dass es auch sogar höher steht. Ich nehme es auch hin, wenn es höher steht. Dafür kann ich es ja günstiger einkaufen mit 25% weniger, als die Aktie aktuell kostet. Wenn man dann sagt, nee, ich gehe eher davon aus, dass sie auf dem aktuellen Niveau bleibt oder sogar noch steigt, dann ist dieses 68er Cap vielleicht besser geeignet, weil man hier ein 68er Cap, also steht ja ungefähr jetzt 70 Cent drunter, bis zu 68 kann sie noch laufen, aber ich muss 60 dafür bezahlen. Das heißt, wenn die Aktie jetzt noch 75 Cent macht, sie steht ja bei 67,25, wenn sie jetzt noch diesen Sprung macht und das bis zu Laufzeitende hält, vielleicht sogar ein bisschen drüber steigt, ist das eine Rendite von 12%, weil am Ende der Laufzeit kriegen sie ja 68 ausgezahlt, sollte der Cap nicht unterschritten werden. Auch wenn er unterschritten wird, solange sie bis 60 nicht fallen und dann kriegen sie aber die Aktie ausgezahlt in dem Fall, aber dann haben sie immer noch einen Discount von 10% gegenüber dem aktuellen Kurs bekommen. Hier sieht man das nochmal schön im Überblick vom vorherigen Chart, den wir gesehen haben. Hier die 52 Euro und hier die 68. Die Rendite 12,47 ist immer angegeben auf den aktuellen Preis. Also ich kaufe zu 60, ja, und ich kriege am Ende 68, wenn ich jetzt bis zum Ende durchhalte. Aber es kann ja auch sein, dass Sie zum Beispiel zu 60 verkaufen. Die Aktie steigt jetzt in den nächsten 2-3 Monaten, vielleicht auf 65 an. Da müssen Sie immer noch beachten, dass Sie dann natürlich nicht den Cap ausgezahlt bekommen. Also Sie kriegen keinen Verkaufkurs, der bei 68 steht, weil durch die beiden Teile, also durch den Zero Strike Call und durch den verkauften Call, haben Sie durch diese Struktur der beiden zusammen kein Preis, der bei 68 rauskommt, sondern wir werden irgendwo drunter liegen, vielleicht bei 66. Das kommt auch immer darauf an, wie lange Sie noch die Laufzeit haben. Weil diese beiden Produkte, die das Discount-Zertifikat innehaben, sind Produkte, die sich auf den Zeitwert und den inneren Wert berufen. Also wir haben wieder Optionsscheintheorie inne im Wert, in der Wertberechnung, und deshalb werden Sie vor Laufzeitende nie den Cap, also die 68 als Geldkurs sehen, sondern eher, wenn Sie wirklich 2-3 Tage vorher oder eine Woche vorher und die Aktie steht irgendwo bei 80, dann wird es sich annähernd diesem Kurs sein, aber Sie werden es, dieses Kurs wird nur ausgezahlt, wenn wirklich am Bewertungstag die Aktie auch drüber steht. Genauso wie hier die 52, deshalb gibt es ja auch überhaupt diesen Discount. Durch diese beiden Komponenten zusammengelegt haben Sie ja den Discount erzielt. Sie durch das Verkaufte, also durch den Cap, den Sie oben haben, haben Sie ja einen Discount dagegenüber gemacht. Erstens auch, weil das so langlaufig ist noch. Ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen kurzlaufenden Discounter haben, der bei 52 den Cap hat, der ist schon relativ, also der ist schon wesentlich teurer, weil die Wahrscheinlichkeit, die wieder in dem verkauften Call eingerechnet wird, natürlich gar nicht mehr so lang hin ist. Und Wahrscheinlichkeiten werden natürlich auch sehr, sehr stark vom Bewertungstag beeinflusst. Wenn Sie jetzt nur noch einen Bewertungstag der Bewertungstag ist in 2 Wochen da, da können Sie die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich eingrenzen. Im Gegensatz, wenn Sie jetzt ein Jahr haben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie vielleicht bei 20 steht, aber vielleicht steht sie auch bei 120. Da haben Sie natürlich eine ganz andere Möglichkeit. Und dafür sind dann auch diese Zertifikate, wenn Sie auf die lange Sicht gesehen, da spielen Sie auch wieder die Stärken aus, weil Sie da die Discounts und die Renditen und beim Bonus-Cap-Zertifikat auch die Barrieren ganz anders setzen können. Und da kann natürlich dann auch die Stärke ausgespielt werden. Aber wenn Sie das eher auf kurze Laufzeit sehen, da sind die Wahrscheinlichkeiten schon so weit zusammengestampft, dass ja eigentlich fast klar ist, was passiert. Außer wenn jetzt richtig große News kommen oder irgendwie sich die Aktie wirklich stark, stark bewegt und nicht weiß, wo man jetzt hingeht, dass es da noch zu Überraschungen kommen kann. Was Sie alles aber auch auf unserer Website finden. Sie können alles bei uns immer gerne nachlesen. Auf unserem Blog gibt es immer interessante News und Investmentideen zu einzelnen Aktien, die wir uns immer gerne oder die wir immer gerne vorstellen. Aber auch auf der App können Sie uns immer gerne folgen oder
Am liebsten haben wir natürlich Sie am Telefon, um Ihnen das zu erklären, aber auch per E-Mail können Sie uns immer erreichen und uns das etwaige Fragen mitteilen. Manchmal sind diese Produkte wirklich schwer zu erklären, vor allem wenn sie in Marktphasen sind, die sehr turbulent sind auch. Da können manche Anleger leider nicht mithalten oder nicht mit anfangen, warum das Zertifikat jetzt das und das macht. Dafür sind wir immer gerne da, um Ihnen das zu erklären. Aber auch auf unserer Website können Sie die Broschüren sich immer gerne runterladen, wo auch alle Produkte mit den unterschiedlichen Szenarien nochmal aufgeführt sind. Jede Woche gibt es auch mittwochs ein Video, was ich mache, wo auch einzelne Themen befasst werden oder ganz einfach das Webinar. Dafür ist es ja da. Da möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute mit mir den Abend verbracht haben. Und ich glaube, der Christian ist schon wieder da. Ja, vielen, vielen Dank, Vivian. Wie immer ein spannender Beitrag. Und ich sage es Ihnen, wie es ist. Man lernt immer was dazu. Ja? Egal, wo der Wissensstand ist, man kann immer was dazu lernen. Und wenn Sie mal Frau Spanberg persönlich mal sehen wollen, live und in Farbe in Full HD in Düsseldorf, ja, demnächst am 11. März um 12 Uhr hält sie den Vortrag. Ja, mein Kollege Payment KW wird auch am selbigen Tag in Düsseldorf vor Ort sein. Allerdings um 15 Uhr den Vortrag. Also wenn Sie Lust und Laune haben, uns beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen von Tobel mal live zu sehen in Düsseldorf, ist die nächste Gelegenheit. Ansonsten, wenn Sie Lust und Laune haben, kleiner Programmtipp. Letzte Woche hatten wir schon ein Webinar, da wurde spontan etwas verabredet, und zwar das Thema Faktorzertifikate. Und dieses Webinar werden wir auch dank deiner Hilfe, Vivian, abhalten, und zwar am Montag, dem 24. April. Also, wenn Sie Lust und Laune haben, kleinen Reminder reinsetzen. Sie können auch bei uns auf www.sbroker.de sich schon dafür vormerken, die Zugangsdaten fürs Webinar. Ansonsten, wenn Sie nochmal das ein oder andere nachschauen wollen, machen Sie sich einen Gefallen. Spätestens morgen im Laufe des Vormittages wird dieses Webinar als Aufzeichnung auf dem YouTube-Channel vom Sparkassenbroker online abrufbar sein. In dem Sinne, wir haben kurz vor 19 Uhr. Wenn Sie Rückfragen haben, so können Sie diese gerne an uns noch stellen. Der Chat ist relativ ruhig am heutigen Abend. Ich schätze mal, der ein oder andere ist vielleicht noch mit seinen Aktivitäten am Rosenmontag beschäftigt. Und wenn nicht, ja gut, Faschingsdienstag ist auch noch ein Tag. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich für Ihre Teilnahme, wünschen Ihnen einen angenehmen Abend und hoffen, Sie demnächst hier wieder begrüßen zu können. Bis dahin,